Bis dann, beantworte mir bitte, katholisch, so heißt du, wo steht in der Bibel, dass wir Fürbitte an Maria halten sollen? Wo steht das? Also Fürbitte an Heilige. Wie mit dem Bibelvers. Ah, schon Wahnsinn. Ja, das kannst du alles vergessen, Bruder. Ich war gestern in der evangelischen Kirche. Ich dachte, ich wäre in einer Comedy-Show. Ich dachte wirklich, Ja, das heute ist, kann nicht katholische sein, was sie Kirche. da abziehen. Die Kirchen sind schuld. Ich sag es nochmal, die Kirchen sind schuld. Ja, Wir vielfach leben schon. in der Laodicea. Entweder folgst du dem Herrn Jesus ganz oder gar nicht. Halb wird er dich ausspucken. Ja, halb wird er dich ausspucken. Das Lauwarme Problem Kisten ist, kommen nicht weißt im du, was das Kranke Paradies. ist? Weißt du, was das Kranke ist, Angelo? Jeder sagt, prüft die Geister. Jeder. Also der, du musst dir vorstellen, jeder Erlehrer, jeder sagt, prüft die Geister. Jeder sagt, richte nicht. Es ist sowas von wahnsinnig, in was für einer Laodicea-Zeit wir sind. Passt auf, Christen, wem ihr Geld spendet. Was tust du denn? Woher sollen wir wissen, was du machst? Die Bibel Passt kennt ja auf, kaum was. Leute, wem ihr Geld spendet. Ich sage es euch, seid vorsichtig. Gebt den Christen einfach so kein Geld. Seid ihr verrückt? Ja, viele Amen. lassen sich auch eine Irre, ne? Warte ganz kurz. Sollten wir dir Glauben Möge Allah euch schenken? recht leiten. Nein, möge der Herr Jesus dich recht leiten. Allah kann gar nicht recht leiten. Guck Allah mal, kann mich nicht recht leiten. einer sagt, sollten wir dir Glauben schenken? Schau mal, prüf uns doch anhand der Bibel und dann wirst du erkennen, wen du Glauben schenken kannst oder nicht. Ja, es ist einfach, Bruder, es ist Katastrophe, es ist Wahnsinn, was abgeht. Aber du siehst ja auch, die Christen, diese lauwarmen Christen, nutzen die Christen richtig aus. Ja, das stimmt. Wieso Ja, soll er uns, weil die den wieso Stift soll nicht er uns kennen. nun Rechtleitung geben? Ja, Bruder, du siehst, ne, wir sind am Ende der Zeit. Die Apostel haben schon vor 2000 Jahren davor gewarnt. Und du siehst ja auch die Christen immer, wenn so Christen ein bisschen größere Reichweite haben, spendet, 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 spendet. Und dann siehst du auf einmal, was für teure Klamotten die tragen, was für dicke Flachbildschirme die auf einmal haben. Ja gut, wenn man sich ausnutzen lassen will, ja, dann ist es so. Selber schuld. Wer nicht hören Wahnsinn. will, der muss dann eben fühlen und sich ausnutzen lassen. So, deswegen sage ich auch, jeder, der hier drin ist, bekehr dich wahrhaftig zu den Herrn Jesus Christus. Du musst von neu geboren werden. Religion kann dich nicht retten und Religion wird dich nicht retten. Und wenn du halbherzig zu den Herrn Jesus Christus kommst, glaub es mir, er wird dich so oder so wieder ausspucken. Es ist eine Frage der Zeit, nur wann er dich ausspuckt. Halbherzig zu den Herrn kommen, wird er dich auch eines Tages ausspucken. Matthäus 7 sagt schon alles, Vers 22, 23, sagt schon über jeden einzigen Namenschristen schon aus. Ich will ja gar keine Spenden haben, verstehst du, Bruder? Mich interessieren diese ganzen Spenden nicht. Mich interessiert das alles gar nicht. Aber, ja. Und auch an die ganzen Muslime, ihr werdet alle verloren gehen. Ihr Muslime, Jeder ihr werdet einzelne von alle euch. verloren gehen. Ihr werdet alle gerichtet werden. Mohammed ist laut Bibel ein falscher Prophet. Der Islam ist falsch. Allah ist nicht Gott. Und ihr werdet alle verloren gehen. So, ganz einfach, Muslime, ihr werdet verloren gehen. Ihr werdet euch, jedes Knie wird sich vor dem Herrn Jesus beugen. Jedes Knie. Jedes einzelne Knie und jede Zunge wird bekennen. Ja, So. Amen. Die werden sich alle von den Herren Alle, verbeugen. jeder, jedes Knie wird sich beugen. Jeder wird sich vor den lebendigen Gott beugen. Und wir werden mal sehen. Und auch haben die seine ganze Truppe da, die die ganze Zeit nur Lügen verbreitet. Ich habe ja heute ein Bild von Hamdi und Sandra hier reingemacht, weißt du? Sag mal. Der Samra, der ist ein ganz gefährlicher Fuchs unter den Muslimen, denn er behauptet, sein Imam ist ein Prophet von den 124.000. Da fängt es schon an. Da fängt schon der Wahnsinn an. Sein Imam ist ein Prophet. Hier haben die, hier ist Hamdi, Hamdi und Samra. Hier haben die und Samra. Walla, danke für die Rose. Alles dreifach und doppelt. Alles dreifach und doppelt. Walla, danke. Hier haben die. Hier, Fitra Dawa. Fitra Dawa, Lügen TV. Wir lügen euch an.
Salam alaikum, wir lügen euch an. Kommt zu dem Islam, denn wir täuschen euch und wir belügen euch. Wir sind scheinfromm. So sind die. So sind diese Leute. Nicht anders. Das Samra und Dings da Haben die. haben die, genau, haben die, diese ganze Truppe da, die dann Kamelenpipi empfehlen auf beste ärztliche Ebene, wenn jetzt jemand krank ist. Dann gibt es schöne Kamelenpipi mit warme Milch und Honig, was dann Honig, ne, da muss auch Kraft schmecken. gibt. Ja, und die machen das auch. Das So. muss schmecken. So, deswegen, Muslime, werdet ihr verloren gehen. Ihr werdet alle verloren gehen und ihr werdet gerichtet werden. Jeder nach so. Ja, jeder Einzelne von denen, wenn die sich nicht umkehren und schon den Herrn Jesus bekennen und den Herrn auch annehmen und von neuem geboren sind, die retten Genau, sich. genau. Die retten Wenn ihr sich. nicht von neu geboren werdet, ihr werdet das Reich Gottes nicht sehen. Ihr werdet da nicht hineingehen. Jeder von euch wird nach seinen Werken gerichtet und in den Feuersee geschmissen werden. Ja. Ganz einfach. Das ist wirklich. Die Da fragt einer, denken, ist der eine manche denken Jesus über die selbst? Hölle sei gar nichts, ne? Die denken so, das ist so ein Kuschel, so, wo es warm wird, wo man Spiele spielt. Ne? Die denken, so ist die Hölle. Ihr Muslime, ihr seid alle verloren. Ihr seid alle verloren, seid ihr Muslime. Alle. Und ihr werdet nach euren Werken gerichtet werden. Das musst du dir mal geben. Die greifen von morgens bis abends die Bibel an. Von morgens bis abends täuschen sie die Menschen, verführen die Menschen, lügen sogar ihre eigenen Glaubensgeschwister an. Das musst du dir mal geben. Die lügen ihre eigene Glaubensgeschwister an. So kaputt sind die. Stell mal vor, Die ich lüge dich die machen, ganze Zeit an und mach Takia. Ich täusche ja, dich. Nein, die machen Bruder, sich du bist sogar zu eins, ne? vergeben. Hey, mit Lügen versuchen die ihr Glauben zu verbreiten. Das musst du dir mal geben. Christen werden weltweit verfolgt. Das musst du dir mal geben. Christen werden weltweit verfolgt. Leute, bitte einmal alle Leute den Stream liken, liken, liken und teilen. Christen werden weltweit verfolgt. Ich glaube, in den 20, 30 Ländern ist die Bibel verboten. Werden Muslime in Ja. Europa verfolgt? Nein. Muslime können Moschees bauen, können sich verbreiten, sie unterdrücken sogar, wenn du mal siehst, Christen. Also es ist unfassbar, also Wahnsinn. Und die Bibel hatte mit allen recht gehabt, mit allen. Die Ja, mit Bibel allen. hat mit allen recht gehabt. Das ist das Erstaunliche. Die kommen mit dem Islam, was 600, 700 Jahre später ankam. Ne? Die Ja. Bibel hat es doch gewarnt. Galater 1, Vers 8, wer ein anderes Lest alle Evangelium Galater 1, Vers 8, verkündigt. genau. Ne? Wenn Galater selbst ein 1, Vers Engel 8. vom Himmel herabkommt und anderes Evangelium verkündigt als das, was wir euch verkündigt haben, Verflucht! der sei verflucht. Das sagt doch die Bibel mit klaren Worten. Du bist Die Bibel verflucht, ist Engel. Lautschrift. Und das wollen die nicht einsehen. Die Bibel historisch, ihr könnt es nachgoogeln, ihr könnt es prüfen. Die Ja. Bibel ist vorher als der Islam. Der Richtig, Islam, ne? genau. Es gibt Was keinen kam zuerst? Zwischenstieg. Was kam denn zuerst? Was kam zuerst? Die alte Testament mit Moses und das ist die Bibel. Warte mal ganz kurz. Hier nennt sich einer Sohn auf Luzifer. Komm mal bitte hoch Jungs, hier, Sohn auf Luzifer. Komm mal Jonas, bitte hier Jonas, hoch. Lucifer. Das ist ein Name. Was ist denn hier jetzt los? Ist Satan hier? Warum Oh. kommen denn so eine Leute hier bei mir rein? Die haben Interesse an den Glauben. Ja, schön. Das wäre wirklich schön. Das Ja, wäre wirklich schön. natürlich, Wenn einer sich natürlich. bekehrt, Deswegen sind wir dann ja auch freuen wir dabei, uns alle, um das die Engel Evangelium zu jubeln. predigen. Damit diese Hobby-Satanisten, diese Satanisten, die sich da von Satan verführt haben lassen, dass sie auch zum Glauben kommen. Danke, danke, Walla, danke für die Geschenke. Danke. Mal Wegen euch drei, mal konnte ich drei. mir wieder Chicken Wings holen. Ganz leckere Chicken Wings. Danke, danke, danke. Danke, danke, Mal danke, drei, mal danke. drei. Bruder Danke, Denny, danke, weißt du danke. noch Ja. diese stolze Satanistin? Weißt du, was sie gesagt hat? Wo Ja. ich, weil ich weiß, was für Beschwörungen, Rituale die machen. Ich habe die ja gefragt, was machst du denn, ne? Ja. Da hat die gesagt, die macht ja Beschwörungen, so Ja. Kerzen an, alles dunkel, Ja. so ein Tempel errichtet die für diese Geister, ne? Für die Ja. Dämonen. Und wenn dann einer von denen kommt, ne?
verführt er die erstmal, lügt die eh ab, bis er dann, und die wollen dann so Gesundheit haben, vielleicht ein Boah, bisschen ja, ich Erfolg. musste was So zeigen. Ich Schutz, musste Schutz was suchen zeigen. die. Ich musste was zeigen. Leute, ich muss euch was zeigen. Teilt das bitte einmal. Ich zeige euch jetzt einmal was. Bruder, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. So. So. Going to hell, right with me. So let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song a billion times. Was hatte ich So. kein Englisch, deswegen, was genau hat er gesagt? Bruder Danny, man hört dich nicht. Ah, jetzt Ja, hört hört ihr man. mich jetzt? Hörst du mich jetzt? Jetzt Ja, wenn ihr hört die man dich. Entrückung verpasst, werdet ihr alle mit mir in die Hölle kommen. Alle. Ich zeig dir mal einen Ausschnitt von die Simpsons, ja? Oder ich habe das hochgeladen. Du hast Ich das habe hoch, das ich schon. kenne das. Ich habe das gesehen. Ja, Ich ja. habe das gesehen. Ja. Wo die vier Reiter der Captain American, Apokalypse. Dad, Simpson. Ja, warte mal, Bruder Reza, ich muss dir mal. Warte mal. Bruder Reza, ich muss dir einmal was zeigen. Sogar die Animes können es nicht lassen und müssen auch da den Herrn Jesus kreuzigen. Ich zeig dir jetzt mal was. Guck mal hier. Und jetzt musst du mal drauf achten, das Auge. Achte mal drauf, das Auge. Und ich zeig das einmal hier. Komplett. Und dann zeige ich Reza noch was. Das ist so heftig. Die Animes sind Guck mal voll damit, hier, das warte habe ich ganz selber. kurz, warte ganz kurz. Guck mal hier. Wahnsinn. Siehst du das? Walla, danke, alles doppelt, 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 doppelt für Chicken Wings. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Leute, danke, 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 danke. Es geht hier. So, jetzt zeige ich euch einmal was. So. Die Animes sind auf, ich habe auch Ja, so warte, warte, ich reingesehen. will was aus Walt Disney euch zeigen, Leute. Bitte teilt alle den Stream, Leute. Teilt so lange, bis die Hände brennen. Bis die Hände brennen, Leute. Schämt euch nicht, Leute, alles für den Herrn, damit immer mehr Leute sehen und damit der Herr verkündigt wird in allen Ja, Ohren. warte, warte, der Reza wird jetzt, ich muss Ihnen das zeigen. Das ist aus einer Anime-Serie. So, guck mal, Bruder Reza. One Piece. Guck Bibel. mal hier, was er hier in der Hand hat. Bruder. Alle. Überall. Ja, das ist so krass, ne? Das ist Ja, die das ist wirklich erfolgreichste, wahr. das Das ist die, ist guck mal, guck ja. mal, guck mal. Das ist die erfolgreichste Anime-Serie, die ist auf Platz 1. Und guck mal hier auch, siehst du schon den Totenkopf. Ja, die Bibel. Und der hat, ich glaube, Buffalo B. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Von Aber mir? ich habe. Nein, der soll auf Ah, jeden Fall. der Name. Ja, ich kannte mal den Namen auch. Ich habe auch Der hat das mal ein Name aus angeschaut. der Bibel. Der hat ein Name aus der Bibel. Der hat einen biblischen Namen, aber ich habe jetzt den Namen vergessen. Heißt eine wie die Engel, glaube ich. Auf jeden Fall hat er einen biblischen Namen. Ich zeig jetzt noch was. So. Danke, 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 Leute. Danke. Danke für Chicken Wings. Morgen wieder Chicken Wings. Danke, danke, danke. Oh, Chicken Wings. Warte, Leute, bitte teilt den Stream, Leute, bitte teilt den Stream. Ich will euch was zeigen. Du weißt doch, die Superhelden, ne? Ja. Die haben ja alle einen roten Umhang. Darauf will ich auch noch mal einen Stream machen. Oh, toll, ich habe das, glaube ich, alles leider gelöscht. Schade. Egal, nächstes Mal. Ja, schade.
Sonst hätte ich jetzt. Oh, schade. Weil ich habe richtig, richtig viele Bilder, aber ich zeige einmal von Rick und Morty. Guck dir das mal an hier. Auch eine Boah, das sehr ist bekannte heftig. Diese Serie. Serie, die ist wirklich heftig, wie die gegen den Herrn schießen, ne? Gegen Ah, warte, Gott. ich darf das nicht zeigen. Ah, ich weiß wo. Ja. Ja. Ja, man muss halt aufpassen, was man hier zeigt und dass man nicht gesperrt wird, weißt Ja. du? So, ich werde jetzt wieder. Was er sagt, dann guck mal, ein Pakt mit dem Teufel. Das ist so Wahnsinn, ne? Wie Ja. es den Leuten ins Gesicht gesagt wird, ne? Und die feiern diese Menschen auch noch. Ja, der Satan Und hat es feiern geschafft, den den. ganzen Erdkreis zu verführen. Das musst du dir vorstellen. So mächtig ist er. Der ist so mächtig, dass er es geschafft hat, den ganzen Erdkreis zu verführen. Den ganzen Erdkreis. Das ist heftig. Ja, wie, jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie mächtig dieses Wesen ist. Ah, ich glaube, ich habe. Doch, 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 ich habe einige Bilder hier. Ich habe hier einige Bilder. Direkt zeigt die. Ja. Ja, gut, dann fangen wir mal hier an. Leute, bitte teilt den Stream, Leute. Ja, zum Beispiel hier sehen wir das auch in Walt Disney. Wir jetzt gedacht. Ja, sind immer wieder von SpongeBob habe ich auch ganz, ganz viel. Aber es ist Das auch ist heftig, normal ne? Die bei Kinder checken denen. das nicht, die raffen das nicht. Das musst Die du dir werden geben, kaputt das gelacht, raffen die wie nicht, das gesagt. verstehen die nicht. Guck dir das Das Bild. ist wichtig, ne, Kinder zu Das schützen Bild ist davor, auch von sehr, so sehr einem. heftig. Guck, der ist da mit mit der Eule. Warte ganz kurz, jetzt kommt Luzifer rein. Ach, der will hoch. Ja, Guten Tag. guten Ja, Tag, guten Tag. Luzifer. Ja, Gottes Segen. Mal so eine ganz dumme. Ich bin jetzt, ich bin kein Christ, das weißt du. Aber ich Ja, habe auch ich weiß. nichts davon. Ich Ja. habe auch nichts gegen Christen, bin ich ganz ehrlich. Aber das, Ja. was du gerade gesagt hast, dass Luzifer Satan wäre, ist falsch. Ja, wer ist denn der Luzifer ist der Gerechte? Lichtbringer. Der Lichtbringer, Ja. der das Wissen an den Menschen weitergegeben hat. Ja, das ist doch der Ja. Teufel. Das wird in der Bibel Ja, gesagt. warte ganz kurz. Lass Nein, ihn mal nein, ausreden. nein, Paul, nein. warte mal. Angelo, lass ihn doch mal ausreden, Ach dass wir so, auch seinen genau. Standpunkt verstehen. Ja. Ja, Das kannst du Bild ruhig von dem reden. Baphometen, pass auf, das Bild von dem Baphometen, was du jetzt drauf hast, das hat auf jeden Fall Wahrheiten, bin ich ganz ehrlich. Ist so. Ja. Aber ich hasse Leute, die sagen, dass Luzifer gleichgestellt ist mit dem Teufel. Nein, ist es nicht. Luzifer war Ja. einer, pass auf, Luzifer, das weißt du selber, das steht sogar in der Bibel. Luzifer war einer der schönsten und weisesten Engel von Gott. Ja, Der schönste, ja. stärkste. Genau. Und warum wurde Luzifer denn vom Himmel verstoßen? Wisst ihr das Ja, auch? darf Weil er ich das Gott gleich erklären? machen Warte wollte. mal, Angelo, lass mich das Ach bitte so, machen. sorry, erzähl. Wir gehen einmal ganz kurz. Ich Muss jetzt in deine ein. Bücher aufschlagen. Ja, natürlich. Der will ja beweisen. Ja, Der will nicht natürlich. beweisen, der will mir das vorlabern, was die Bibel erzählt, obwohl da 125 Kannst du dich bitte Päpste und beruhigen? Mönche drin waren. Hallo, guck mal, ich habe dir doch auch zugehört. Ne? Also auch dann in der Liebe und Respekt, dass wir uns gegeneinander zuhören und Respekt, dass wir auch, ne? Wir können Okay. das ja in der Liebe. Einen Moment bitte. Ja, einen Moment. So. Wir lesen erstmal Jesaja 14, Vers 12 und auch ich glaube, in Lukas steht geschrieben, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. So. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinen Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen, um mein Thron
über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg in äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhe, den Allerhöchsten mich gleich machen. Also der Teufel, Luzifer, wollte mit vollem Bewusstsein den Thron Gottes stürzen. Und er wusste ganz falsch genau, dass er scheitert. Falsch, das war Lilith. Lilith war die erste Frau Adams. Nein, nein, bitte Angelo, Angelo. Gibt's nicht. Also. Lilith gibt's. Bitte ganz kurz nochmal zu Luzifer zurück. Also Luzifer, wie wir schon gerade sagten, das war einer der schönsten, einer der stärksten, ein Engelfürst, ne, der Musik spielen sollte im Tempel des Herrn. Genau. Wollte aber nicht, wollte sein eigenes Ding durchziehen. Und wie ich gerade Jesaja vorgelesen habe, wollte er sich den Allerhöchsten gleich machen. Nein, der wollte in dem Sinne das, was nämlich Gott gegeben hat, den freien Willen ausüben. Und Gott hat in dem Sinne einen Fehler getan, hat ihm praktisch auch uns Menschen den freien Willen gegeben. Und deswegen hat sich auch Gott erstmal, wie das jetzt heutzutage ist, weiß ich nicht, weil die Bücher habe ich noch lange nicht. Das Neue Testament ist mir auch eigentlich vollkommen egal, weil ich gehe nach dem Alten Testament und nach der Bibel selber. Ich habe die Bibel selber auch gelesen, die frühere sowie die heutige. So, und ich muss dazu sagen, nur meine Meinung ist, Luzifer ist gefallen, weil er einen freien Willen ausgeübt hat und hat gesagt, weißt du was, Gott, du kannst mich mal. Ich bin jetzt auf der Erde gefallen, ich bin Herr der Welt, wie du es auch so schreibst hier, Satan, der Gott der Welt. Aber er hat sich auch von den Menschen abgewendet. Luzifer selber hat sich von den Menschen abgewendet. Guck mal, findest du es aber nicht böse? Du musst dir mal vorstellen, der dich gezeugt hat, dein eigener Vater, dass du ihn vom... Stell mal vor, dein Vater ist ein König und du willst deinen eigenen Vater vom Thron stoßen und ihn wegmachen. Wie bösartig ist das bitte? Der dich erschaffen hat, den willst du vom Thron stoßen und dich den Allerhöchsten gleich machen. Luzifer wollte Gott sein. Er wollte Gott spielen im Himmel. Und steht hat, aber ein Drittel, hat ein Drittel der Engel mitgerissen. Was steht aber nirgends so geschrieben. Das steht aber nirgends so geschrieben. Warte mal, habe ich doch gerade vorgelesen. Jesaja 14, Vers 12. Er wollte sich den Allerhöchsten gleich machen. Ja, also. Der Allerhöchsten gleich machen, aber ja, da steht nichts davon Allerhöchsten drin. Gleich als, machen, ja, Gott gleich lassen. Machen. Nein, das ist falsch. Ja, er wollte ihn aber nicht töten. Und Luzifer und Teufel ist das Gleiche. Es gibt verschiedene Begriffe und Namen. Ganz einfach. Ja, du bist doch, wie ich ja sehe, du nennst dich ja so. Was bist du denn für Richtung Satanist? Ich bin seit meiner Geburt Satanist. Und ich weiß ein paar Dinge. Was machst du denn so? Was machst du denn? Ach, geht's nach den Medien jetzt, oder was? Nein, was ist denn Satanist? Erklär mir mal, was ist denn Satanist? Was bedeutet das? Ein Satanist ist der praktisch nach seinen eigenen Regeln spielt. Und nicht nach denen, die es ihnen vorgegeben wird, wie in der Bibel. Ein Satanist ist einer, der Satan verehrt, Satan anbetet. So. Und da habe ich eine Frage an dich. Was haben die Heidenvölker gemacht? Wem haben sie denn da die Ehre gegeben? Welche Götter? Wem haben sie da Opfer gebracht? Wer waren das? Moment, du willst jetzt nach dem Heidenvolk gehen. Gehst du nach der Eder oder gehst du nach dem ganz Altentum? Ich rede allgemein. Wem haben sie da geopfert? Erzähl mal. Ich sag mal so, die Kreuzgeschichte ist auch geklaut, ne? Die Kreuzgeschichte von Jesus ist auch geklaut. Und die Christen haben praktisch die Heiden auch. Guck mal, jetzt sagst du nein, nein, nein. Die Heiden haben praktisch ihr eigenes Leben gehabt. Ja, ihr eigenes Leben. Bitte, lass mich dir mal was vorlesen, bitte. Ich möchte dir was vorlesen, ja? Ja, du liest mir die ganze Zeit die ganzen Krypten vor, die alle vorgegeben worden sind von den ganzen Christen. Nein, beruhig dich doch bitte. Guck mal, der Satan möchte angebetet werden. Er möchte auch geehrt werden wie Gott, ne? Und hier steht ja auch in Lukas 4, Vers 5, zum Beispiel, da sehen wir ja auch zum Beispiel schon, wir reden jetzt im Neuen Testament,
Auch Ach, hier, da das hasse führte ich. der Teufel, kannst du bitte mich ausreden lassen, da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg, ne, und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einen Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun von mir anbetest, so soll alles dir gehören. So der Satan, wie du schon sagst, ja, er ist der Gott dieser Welt, er ist der Fürst dieser Welt, er ist ein gefallener Engel, er hat Eva und Adam verführt, er ist eine listige Schlange. So, und ja, und er hat die ganze Welt verführt. Er ist ein Vater der Lüge, also ein Mörder, ein Lügner. Und er hat dich auch verführt. Deswegen sage ich dir, komm zu den Herrn Jesus Christus. Er liebt dich. Er möchte nicht, dass du verloren gehst. Satan kann dir kein ewiges Leben geben. Was Aber bietet dir denn der Satan? Was gibt er dir denn? ich frag dich mal ganz kurz was. Ne, ich habe ja echt, wie gesagt, ich habe nichts gegen Christen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ich finde sogar manche Sachen davon stimmen wirklich. Bin ich ganz ehrlich. Aber sei aber auch mal ehrlich. Vieles, was heutzutage in der Bibel geschrieben steht, vieles davon ist nicht das. Man muss doch nicht nach dem Glaube leben, was Die Bibel ist das geschrieben einzige steht. Buch mit erfüllten Prophezeiungen. Alles, was in der Bibel geschrieben steht, Ja, ist ich wahr weiß und hat von sich offenbart. Mohammed, es wurde auch von Mohammed prophezeit, Ja, es wurde von Mohammed ist ein Jesus falscher prophezeit. Prophet. Mohammed ist alles. Alle Ja, Religionen sind falsch. Wir haben genau, keine Religion. das Problem ist, man hält sich an einer Bibel fest, die mehrere Menschen geschrieben haben. Und jetzt sag nicht, nein, das stimmt nicht. Ja, okay, sagen wir mal unten. Heiligen Was ist Geist das für ein inspiriert aber. Problem? Heiligen Geist inspiriert. Was ist jetzt das Problem? Genau, das stimmt. Okay, eine Aber. Frage. Was ist jetzt das Problem? Das Alte Testament ist auf Althebräisch. Okay. Und was ist das Problem, wenn man das auf Deutsch abschreibt? Ja, und jetzt? Das ist das Die Originale haben wir da. Übersetzung. Ja, Die und? Okay. Ja. Übersetzung. Ja, ist egal. Übersetzung Wir kannst haben Originalschriften in Jerusalem, die Qumranrollen. Wir haben das Originale. Wir haben Originale haben wir. Ja, aber das Problem ist, was ich jetzt über die Bibel allein schon sage. Die Übersetzung ist nicht eins zu eins. Die Übersetzung wird meistens immer zu weit nach unten definiert. Weißt du, wie ich meine? Schlachter Es wird nicht das. 2000 Befährter ist sehr genau übersetzt auf Original Sehr auf gut. Deutsch. Ja, sogar sehr gut übersetzt. Sogar sehr Sehr, gut. sehr, sehr gut. Schlachter 2000, Studium Bibel. Ja, sehr, sehr, sehr genau und präzise. Guck mal, aber die Frage ist, warum bist du Satanist? Warum nennst du dich überhaupt so? Warum? Warum? Bist du denn in so Ganz eine einfach, Familie weil ich Luzifer hineingeboren? verehre. Weil Was sind denn Luzifer Satanisten? ein Sa Wenn du nicht weißt, was ein Satanist ist, Ich dann würde ich weiß, was niemals Satan ist, sagen, aber ich frage dich, was sind denn Satanisten? die nach ihren eigenen Willen leben. Bist du ein Nein, ethischer das. Satanist oder ein atheistischer Satanist? Ich bin traditioneller Satanist. Traditionell, also Gehst du glaubst du denn auch in so an eine Gott? Kirche oder so, in so eine satanische Kirche? Es gibt ja auch so satanische Kirchen so auch. Ja, die Church of Satan, meinst du? Ja, geht deine Familie dahin? Nein, weil das moderne Satanisten sind. Die Church of Satan, Anton Zander LaVey ist in dem Sinne für mich ein kleiner Kindergartenkind, der noch Ja, nicht aber. mal wusste, was überhaupt Ja. Satanismus ist. Ja, okay, eine Frage. Ich habe eine Frage. Trinkst du Blut? Nein, wer labert so eine Scheiße? Wie du trinkst kein Blut. Wir sind hier nicht in Afrika. Wir sind Ach hier so, nicht in in Afrika machen Afrika. die das? Warte mal, was hat das jetzt mit Afrika zu tun? Ganz Richtige einfach. Satanisten. Erkundige dich, ich gebe dir jetzt mal einen ganz guten Tipp. Erkundige Okay. dich erstmal überhaupt, was du da reinschreibst, wenn du Evangelist bist und nicht Katholik. Na? Ja, was hat das jetzt Weil mit dem Satan zu tun? Evangelisten, Warte mal bitte, lass mich nee, ist ausreden, nicht. Angelo. Warte mal. Evangelisten, also Evangelisten sind in dem Sinne die Leute, die eigentlich die Mutter Maria verehren und nicht Jesus. Da verwechselst du uns ganz stark. Wieso? Hier Ganz, steht doch ganz, ganz stark. evangelischer Christ. Ja, das ist, wir sind kein Evangel. Wir sind einfach Ja, Nachfolger Jesu warum Christi. steht das da oben? Das Ja, ist weil einfach das nur ein einfach Name, nur so wir ein verkündigen Name das ist. Evangelium. Ich kann mich ja auch, ja, ist ja Verwechselst egal. uns. Ich bin ein ganz einfacher Christ, aber nochmal, guck mal, echte Satanisten, ich meine wirklich echte Satanisten, die machen auch richtige Rituale. Die würden dich auslachen. Und ich sage dir, komm zu den Herrn Ja, Jesus klar, Christus. sicher, komm. Ja, Du komm, weißt ich auf sage jeden dir, Fall. komm, komm mal,
Komm zu den Herrn Jesus Christus, schmeiß dein Pentagramm und Hexagramm in die Tonne, dein umgedrehtes Kreuz und komm zu den Herrn Jesus Ja, Christus. und ey, soll ich dir ganz ehrlich mal was sagen? Weißt du überhaupt, was das umgedrehte Kreuz ist? Was das überhaupt für eine Bedeutung hat? Ja, Und dann das erklär mal. umgedrehte, ja, das Erklär mal. umgedrehte Kreuz, Warte, ja, Angelo, warte lass mal, ihn doch mal warte, ausreden. warte, Angelo. Lass mich erklären. Das Ja. umgedrehte Kreuz ist das Petruskreuz, weil nämlich Petrus sich nämlich früher gegen Jesus gestellt hat. So, und wegen Warte mal, der warte mal. Aktion, Moment, stopp. Und wegen der Aktion hat sich nämlich die Satanisten gedacht, nur weil der sich nämlich gegen Jesus gestellt hat und den verraten hat, nehmen wir das als Symbol gegen jeden Glauben. Ist so. Kannst Angelo, du willst du was nachlesen? sagen? Oder So, soll ich was sagen, Bruder Danny? Ja, Darf ich was kannst du sagen? sagen. Ja, sag. Aber Also, in der schauen wir Liebe, der mal. Demut, Demut, Liebe, Bruder. Weil der Okay. hat keine Ahnung. Da hast du vollkommen Ja, recht. komm, ich habe keine Liebe und Ahnung. Respekt muss sein. Liebe und Ja, Respekt muss sein. demütig sein, weil das ist ja Genau. kein Eingeweihter. Ja. Schau mal, es ist so. Wenn du richtig nachschaust, findet sich diese Geschichte in den Apokryphen, ja? Nicht in der Bibel. Schon mal, ja, es ist ja auch was Außerbiblisches. Und mit dem Petruskreuz, was ja viele so sagen, das sagen ja die Katholiken, von denen kommt das ja aus. Das hat die Geschichte von denen aus mit der katholischen Kirche. Der wollte nicht gekreuzigt werden wie der Herr und hat sich umgedreht kreuzen lassen, laut katholischer Kirche, mit den Apokryphen. Na? Ich sag nicht laut Bibel. So. Und hat sich umgedreht kreuzen lassen, weil er nicht würdig ist, so gekreuzigt zu werden wie der Herr. Das ist aber die Geschichte von denen. Das ist aber auch mit Quellen bewiesen, also mit den Apokryphen. Ich halte mich aber fern Okay. von Apokryphen. So, Okay. aber die Satanisten, das stimmt, die nutzen es gegen Jesus, weil die rebellisch sein möchten. Da hast du Nee, vollkommen recht. gegen allgemein Glaubensrichtungen habe ich gehört. Es ist Ja, es egal, ob das meine Muslim ich. oder was weiß So, sorry, das meine ich auch. Gegen generell, weil ihr nur ich. den Genau. Satan ja, beziehungsweise Luzifer und so weiter, ja verehrt. Der ist ja für euch euer Herrscher. Na? Und da frage ich, aber ich möchte was unbedingt fragen, was mich wirklich brennend interessiert. Aber wirklich. Wieso sucht ihr Schutz? Weil ich weiß, ihr sucht ja Schutz bei denen letztendlich. Wieso sucht ihr Schutz bei jemandem, der erschaffen worden ist? Wieso sucht ihr nicht Schutz bei jemandem, der alles, der Schöpfer ist, der alles erschaffen hat, der wirklich allmächtig ist? Wieso bei einem Geschöpf sucht ihr Schutz? Wieso? Das ist meine Frage an euch. Ganz, ganz einfach, kann ich dir ganz einfach erklären. Weil, Bitte. pass auf, nicht die Götter oder die Asen oder die, nenn sie, wie du die willst. Na? Nicht die sind schuld, wie die Menschen reagieren, weil die Menschen haben immer noch den Eigenwunsch, also den freien Willen, weißt du? Und deswegen kann ich auch nicht sagen, wenn es doch Gott gibt und Gott möchte Liebe, Zuneigung und einfach nur Frieden vermitteln, warum gibt es noch Kriege? Nein, kann ich nicht sagen. Weißt du warum? Das ist der springende Punkt. Menschen sind geformt, Macht von irgendjemandem zu haben, und das ist nicht immer nur Satans Schuld. Die Menschheit an sich ist schuld. Weil Menschen getrübt werden, nicht durch irgendwelche Dämonen oder Satan oder was weiß ich, sondern durch ihre Selbstmachtbeherrschung. Heißt von ihrer Selbstmacht. Die Selbstmacht trügt. Und das ist nicht Satans oder die Dämonenswille. Okay, und warum sucht ihr aber Schutz jetzt bei einem Geschöpf? Weil letztendlich verehrt ihr die ja. Na, ihr seht die ja quasi wie ein Ja, Gott. ihr verehrt doch auch ein Geschöpf. Wer weiß Nee, denn nee, Gott überhaupt, ist ja dass nicht Jesus, erschaffen. wer, nee, nee, Moment, stopp. Ihr sagt, Gott ist wirklich da. Aber habt ihr schon mal Gott gesehen? Hast du schon mal Luzifer Warte, gesehen? hast du dein eigenes Gehirn mal je gesehen? Warte, warte mal ganz kurz. Hast du schon mal Luzifer gesehen? Durch die biblische Sache, ja. War er Ah. vor dir? Stand der Luzifer vor dir? Stand der Teufel vor dir so? Nein, aber warum sollte man das verhöhnen, was man nicht kennt? Ja, siehst du, du glaubst doch auch Ne? an irgendwas, was du noch nie gesehen hast. Ja, du glaubst auch an das, was du nie gesehen hast. Ja, aber das hast du uns ja unterstellt Nur, im aber Prinzip. Nein, nein, warte ganz kurz. Warte ganz ihr kurz. seid so Warte bitte. drauf, Warte ey. bitte. Ihr seid. Wir allein, ich brauche nur die Schöpfung betrachten und den Himmel betrachten, dann weiß ich sofort, da muss
übernatürliches Es muss was Wesen am geben, ja. Werk Es sein. gibt Gut und Böse. Es gibt Gut und Böse. Eine Frage: Hat dich Gott erschaffen oder Luzifer erschaffen? Hat Luzifer die Erde gemacht oder wer war das? Ja, woher willst du denn wissen? Die Und woher Bibel willst du gibt es uns eine wissen? Antwort. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, Das steht ja nicht, meine und Ma Luzifer erschuf die Erde dann und dann. Und Nein, 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 Luzifer nein, 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 sagt, nein, 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 nein. Ich gehe jetzt mal Gott nicht nach kommt Bibelversen im oder so. Sohn auf Luzifer, komm zu den Herrn Jesus, komm. Hör auf, mit Erzähl mal, schwarzem erzähl mal. Lippenstift rumzulaufen, bitte. Ich meine das ernst, der Herr Jesus liebt dich. Komm zu den Du lebendigen läufst doch Gott. auch in Schwarz rum, bist du jetzt auch Satanist oder was? Du läufst doch auch mit einem Das hat schwarzen der T-Shirt Name rum. nichts zu tun. Das hat doch gar Ah, nichts damit also, zu tun. leider Bitte, machen nicht die guck mal, Leute. Luzifer, guck mal, bitte. Geh doch mal einmal auf deine Knie, ne? Und frag doch mal Gott, wer bist du? Einfach mal fragen. Ja, eine einfache Frage kann man doch stellen, oder? Man kann es stellen, aber ob man eine Antwort kriegt, ist eine andere Sache. Du Du kriegst wirst eine schon, Antwort, du wirst glaub mir. verblüfft sein, wie Nee, der du Herr kriegst eine antworten wird. Antwort. Wenn du vom ganzen Herzen fragst, kriegst du eine Antwort. In der Bibel steht, wer sucht, der findet. Wer klopft, dem wird geöffnet. Der Herr Glaubst du verbietet nicht in niemandem aller den Weg. Ernstes, Luzifer, dass sich der Satan liebt, ne? Jetzt ehrlich, sei mir nicht böse, aber das meinst du doch Ich nicht sag wirklich ernst. nicht, dass Satan mich liebt. Ich sag nur, dass Satan existiert und dafür Ja, stehe ich aber auch zu. allein, dass Aber du dann dich da existiert doch auch Gott. hinstellst und Ja das klar, glaubst. existiert Gott. Es existiert Gott und es Ja, dann ex komm zu ey, den Herrn wer? Jesus. Der liebt dich. Der Aber ist für warte, dich ans warte, warte. Kreuz Aber gegangen. existiert ja Gott, okay, und Satan, okay. Aber warum willst du dann jemanden vertrauen, der erschaffen worden ist? Gott ist ja nicht erschaffen. Gott ist ja Gott, allmächtig. Wieso vertraust du Aber nicht wer auf ist. den, der alles erschaffen hat? Also mir wurde mal gelehrt früher, dass Gott praktisch zwar Satan, so gesehen euer Satan erschaffen hat, also Satan generell erschaffen hat, aber dass er praktisch der Bruder von Gott ist. Und die Wieso beide das denn so? zusammen, das hört sich jetzt sehr, sehr blöd an, wenn ich das sage, aber ich sage es einfach mal so frei raus, ja? Ich habe Okay. gelernt, dass praktisch Satan, Gott, Brüder sind und die sich praktisch geteilt haben und haben gesagt, hör mal zu, du reichst die Unterwelt, du hast die Unterwelt, du beherrschst die Unterwelt und ich bin hier für meine Jünger da. So, welche Sünde begangen haben, kommen nach dir hin. Welche keine Sünde begangen haben, kommen nach mir hin. Praktisch wie so ein, ja, wie kann man das sagen, Ja, warte Arbeitsvertrag mal ganz oder kurz. so. Darf ich was fragen? Ich will was sagen. Ja klar, sicher. Dann haben alle Menschen den Tod und die Hölle verdient. Dann kommt keiner in den Himmel. Ohne den Herrn Jesus Christus würde keiner gerettet sein. Keiner. Wieso Keiner. bist du Weil die ganze alle haben gesündigt. Alle haben Jesus gesündigt. Christus, Jesus Christus ist auch ein einfacher Mensch gewesen. Er war Nein, ein nein, perfekter nein, Mensch. nein. Nein, er ist Philipper Mensch 2 und Gott. lesen. Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis Ja, ihr 8. geht nach Das ist die Büchern. Antwort. Ihr geht nicht nach reales Denken. Ja, wie, nach was gehst du denn? Ich gehe nach das, was ich sehe und was ich in dem Sinne verstehen kann. Mann, Hast du ich, Satan man. gesehen? Hast du Luzifer gesehen? Hast du Gott gesehen? Hast du Jesus schon gesehen? Hast du Ja, gesehen, wie der aber du Baum hast doch entstanden dazu ist? geredet. Du hast doch gerade Hör gesagt, auf ich gehe damit, nach das das, macht was gar ich keinen sehe. Antwort. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber das hast du gerade gesagt. Ich gehe doch nach das, Ja, was ich sehe. aber Satan ist Dominus Aegalia. Was denn? Der hat uns einfach Gott segne dich, mein Lieber. Nein, Was in hat der er Bibel steht gesagt? bei uns verflucht. Gott segne, der hat mit Latein gesprochen. Wenn ich mich nicht recht irre, er hat aber Latein gesprochen. Er hat uns Ja, verflucht. dann soll er mal mit Gott seinen segne Power ihn, Gott Ranger Fluch segne ihn. machen. Guck mal, das Ehrlich, hast wir du wollen gesehen. Liebe Guck zeigen. mal. Soll er mit seinem Power Ranger Fluch kommen? Wir segnen ihn. Wir Gott segnen segne, dich. ehrlich, Gott segne dich. Hör auf Gott mit deinem segne. Power Ranger Fluch hier. Na, wir segnen dich. Der Herr segne dich und ich liebe dich. Hör auf Genau. mit schwarzem Lippenstift rumzurennen. Du bist ein Mann. Hör auf mit so einem Blade-Mantel rumzulaufen. Wir sind doch nicht hier bei The Daywalker. Der Herr Jesus macht dich neu und dann laufst du auch anständig rum. Redest anständig, denkst anständig, also du denkst auch ganz normal und dann hast du auch Frieden in dir. Du musst Kommentare wieder machen, 25.000 Likes. Schwester, bitte Kommentare wieder anmachen. 25.000, bitte. Das ist zu viel mit 50. Mach mal bitte jetzt die Kommentare wieder an, Schwester. Warte, die Kommentare müssen wieder an. Glaube, nur du kannst das. Warte.
So, jetzt Ja, ist alles natürlich. wieder da, jetzt könnt ihr wieder alles schreiben. Ja, es ist halt traurig, ne? So eine verlorene, arme Seele, ne? Ja, das ist wirklich toll. Zungenrede ist biblisch. Nein, ein klares Nein. Zungenrede ist nicht biblisch. Tschalalala, babam, bam, bam. Das ist Ich nicht sage einfach biblisch. so, Das die Leute versteht sollen doch selber keiner. prüfen. Die Leute sollen selber prüfen. Apostelgeschichte Kapitel 2 Genau. sagt fremde Sprachen. 1. Korinther 14, fremde Sprachen. 1. Korinther 13, Sprachen werden vergehen. Punkt. Und könnt ihr, wenn Zungenrede biblisch ist, wenn, warte, warte, wenn Zungenrede biblisch ist, wieso können alle nicht mehr fremde Sprachen sprechen? Warum können die nur ratatatata? Das ist es, Warum was können sie die nur sich fragen sollen. ratatatata? Die können nur ratatatata, so dieses Nur ratatatata. ratatatata! Ratatatata! Ratatata. Warte, ich kenne den doch, oder? Der geschrieben hat. Apostelgeschichte 2, 1. Korinther 14, 1. Korinther 13. Bitte selber nachprüfen. Ein Ratatata findet ihr nicht. Nein, ich mache mich nicht über Geist Gottes lustig. Ich mache mich über den unheiligen Geist lustig, der Teufel. Er hat euch schön verführt. Ja, Andrzej, ich kenne dich, mein lieber Josef. Ich kenne dich. Deswegen, das sind unheilige Geister. Die sind, merkst du das nicht, wie die reden, die Wartet, guck ganzen mal, diese Leute, Charismatiker? weißt du, warum die Christen sind? Emotional. Zum Beispiel diese Musik hörst du dann im Hintergrund. Warte, warte ganz kurz. Warte, ich mach noch mal. Warte. Warte. Mein lieber Josef, ich habe es dir doch mal erklärt, zwei, dreimal so präzise mit Warte, warte, Bruder, Apostelgeschichte warte, 2. warte, warte. Warte, ich mach das einmal vor. Warte, ich mach das einmal vor. So, genau so sind die. Warte. Mach mal an, mach mal an. Das musst du den Menschen zeigen, das ist so wichtig. Warte. Warte, warte, warte. So Ich sind habe die sie denn. gezeigt, Josef. Ich habe sie gezeigt. Du Warte. verstehst es nicht. Zeig mal. Ja, dann soll er hochkommen und mit dir Italienisch jetzt reden. Ja, komm, ich hab. Ach, Josef, du hast Komm doch bitte 4.000. Komm hoch mal und hoch. rede bitte Italienisch. Wir reden mit Respekt und Liebe, Josef, das Nein, weißt er du. Du soll kennst mich. Italienisch reden, sonst geht nicht, sonst Autobiller. Das ist Autobiller. nicht dieses, ja, aber nein, komm hoch, Italienisch, bitte. Lade ihn mal ein. Lade mal diesen Disziplin. Also, als Josef, lade ihn mal bitte hoch. Also, hol den mal bitte hoch. Ja, warte, ich will einfach das machen. Warte ganz Nein, kurz. mach erst mal das an. Mach mal erst mal das an. Guck mal, so sind die denn, diese Ich bin total Italiener, emotional geladen. Madonna. Hier so dann zum Ich kann das auch Beispiel. übersetzen. Ja, siehst du? So dieses. Dann immer um emotionale Musik. Ah, Ne? diese, ja. Ne? Emotional. So, fahr deinen Geist Atme runter. durch, atme durch. Mach dein Chakra auf. Das Hörst du ist das emotional, das Vögelzwitschern? ist emotional, das ist nicht vom Heiligen Geist, das ist emotional. Das ist Charismatik. Die vertrauen Ne, das auf ist dieses. Guck mal. Guck Zustände. mal. Warum können die Charismatiker nicht in allen Sprachen so reden wie die Habe Apostel? ich Die haben einmal, hier. hab ich Kennt Dings keinen. gefragt? Einen Kennt großen keinen. Charismatiker in TikTok habe ich ja gefragt. Diesen Tori, weißt du, er mir sagt, Was? ja, ich kann es halt nicht. So ist das halt, ne? Ich so, aber ratatata geht oder wie? Ich kann Da habe ich selber einmal, ratatatata. Hier, ich habe ratatatata, das kann einmal ich auch. gemacht, ne? Guck mal, Bruder, denn ich habe das mal gemacht. Ich habe gesagt, guck mal, Tori, komm mal zu. Guck mal jetzt, ratata shamanana, ratata. Und was hat er gesagt? Oh, du kannst Zungensprache. Ich so, merkst du gerade was nicht, mein Lieber? Merkst du das nicht? Jesus, ich kann hier Zungenrede auf einmal. Merkst du halt nicht, dass ich dich nur nachgeahmt habe? Ich bin kein Charismatiker. Doch, Charismatiker machen Zungenrede, lieber. Josef, komm hoch, bitte. Zeig es den Menschen. Du hast jetzt die Chance, den Menschen zu zeigen, dass Zungenrede biblisch ist. Und ich zeige dir anhand der Schrift, das ist es ganz sicher nicht. Ja, er sagt, er ist kein Charismatiker, dann verstehe ich ihn auch nicht. Er ist ein Charismatiker, macht Zungenrede, das machen die in ihren Pfingstgemeinden oder wie die auch alle heißen, diese ganzen Gemeinden. Zungenrede ist biblisch, jedoch meint er ein verständliches Sprachen. Nein, Zungenrede ist nicht biblisch, sondern Sprachengabe.
Man sagt Sprache, nicht Zungen, Sprache. Genau, Glossa, Griechisch, sie haben in Sprache, Sprachen geredet. Nicht in, guck mal, stell dir mal vor, die Apostel würden jetzt zu jemandem hingehen und die würden dann sagen, die würden sagen, was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein besessener Typ. Bruder, denn die haben mit ihnen, die Apostel sind ja hingegangen und haben dann auf ihre Sprache geredet, um den Gekreuzigten zu predigen. Nicht Zungen, Stunde der Wahrheit, nicht Zungenrede ist biblisch, nein, Sprachengabe, die Sprache, dass sie diese Gabe gesprochen haben, dass auf einmal, ich gehe jetzt nach Rom, ich kann gar nicht diese Sprache, auf einmal ich predige, weil das zu dieser, Schlag mal bitte Joel 3 auf. Warte. Schlag es mal bitte auf. Warte. Joel 3. Warte, ich muss Licht anmachen. Joel 3, 1. Ausgießung des Heiligen Geistes. Warte. So. Ich will doch auch niemals mir die Hände auflegen, das bin ich verrückt. Bin ich wahnsinnig, dass da mir ein Fremder die Hände auflegt. Wer weiß, was das. Was, wenn ich nicht bevor wieder mir eine Legion rein kann niemand die Hände auflegen. Walla. Genau, du sagst es. Walla. Walla. Wir können gleich Apostelgeschichte 2 lesen. Genau, das aber warte, klare Worte. Warte. Joel 3? Dann könntest du Jesaja 44, Jesaja 32, Hesekiel 39, Zacharia 12, 10, Apostelgeschichte 2, 1. Lukas 21, Vers 23. Ja, warte. Ich hab das gleich. Jonah. Eine Sprachengabe, seit die Apostel gestorben sind, es gibt diese Sprache nicht mehr. Es ist vorbei. Zeiten sind vorbei. Und wer in Zungen redet, Kapitel 3, Vers. Kapitel 3, Vers. Also, Leute, wenn jemand in diese Zungen redet, hat er nicht den Heiligen Geist. Ja. Nicht Hände auflegen lassen, Leute. Nicht Hände auflegen lassen. Vorsichtig, geht nicht in diese charismatischen Gemeinden rein. Vorsichtig. Ihr, Joel Kapitel 3, Vers 1, soll ich lesen? Ja. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Geister werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Die Gesichter? Ja, Gesichter sehen. So, lesen, wenn wir sogar Apostelgeschichte 2 mal anschauen. Apostelgeschichte Kapitel 2. Das ist sehr, sehr wichtig. So, dann lesen wir mal. Vers 1 bis 10 müsste das sein. So, Apostelgeschichte 2. Dann lese ich mal vor. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort, das waren die Apostel, beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem... Erwarte! Ja? Oder lese weiter, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Achso, ja. Einem Brausen wie von einem daher erfahrener gewaltiger Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und jetzt müssen wir weiterlesen, jetzt kommt das Erstaunliche. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, jetzt hör zu, und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Jetzt hör mal weiter. Es wohnt aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter den Himmel. Als sich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seine eigene Mundart reden hörte. Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagten, jetzt kommt es. Sind nicht alle diese... die da reden, Galiläa, und wie hören wir sie? Jeder in unsere eigene Mundart, also Sprache, Muttersprache, in dem wir geboren sind. Na, und das ist erstaunlich.
In die wir geboten, die haben fremde Sprachen geredet. Genau. Ja, wo steht Ratatata? Ich will euch mal was zeigen, Leute. Hier. So. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Das sind die Karas. Ja, Schärfer, der kommt so Pastor und der kommt so zu dir und sagt, Und dann lachst du selber so. Und auf einmal alle kippen. Wahnsinn. Josef, komm doch mal hoch, komm. Du kannst Römer selber lesen, Römer. Komm. Ach, Josef, ach. Wie oft ich es dir erklärt habe. Dreimal, präzise im privaten Raum, dreimal. Warte. Und du hast mir keine Antwort gegeben, Josef, keine Antwort. Warte. Warte, Bruder, ich will da noch was rausholen. Warte. Ah ja, Joyce Meyer spricht auch im Song. Ja, auch eine Charismatikerin, ganz gefährlich. Eine Frau, die predigt. 1. Timotheus 3,1. Nee, nicht 3,1. 1. Timotheus Kapitel 2, 9, 12. Mit warte, 1, warte. 10. Guck mal, was die Charismatiker sagen. Guck mal. Zweimal. Bruder Risa, jetzt wird erklärt, warum die Zungensprache biblisch ist. Jetzt musst du zuhören. Du musst hier zuhören. So. Zweimal. Dann lernen wir. Guck mal, was er hier sagt. Guck mal. Weswegen die keine Segnungen sehen oder weswegen ihre Gebete nicht erhört werden, weil es viel zu viele Ohren gibt, die ihre Gebete hören. Doch. Ihr müsst wissen, wenn wir beten, gibt es drei Welten, die uns zuhören. Erstmal die Welt von Gott und den Engeln, die unsere Welt hier, die irdische Welt und dann die Welt von Satan. Das heißt, wenn immer jedes Mal, wenn wir beten, jedes Mal sind die alle aufmerksam und hören. Deswegen als ein Kind Gottes, wenn du in Zunge sprichst, die Zungensprache ist das Wichtigste. Meine Mutter, wenn du für deine Kinder betest, bete nicht in Intelligenz. Wenn du die Augen schließt. Wie fühlt das? Ich will das auch so in die Gemeinde der Predigt, sondern Feuer, genau so. Oh, da geht's richtig ab, du. Da geht's richtig, hey. Da tanze die. Guck mal, mein Cousin, ne? Der Bruder im Glaube, der Kiffers, der war in einem mal drin, um zu schauen, wie die sind. Der eine kippt neben den um, auf den Boden und kriegt so wie Schaum vom Mund, wie Schaum. Und mein Cousin hatte Angst, ne? Der kannte das am Anfang. Ich dachte so, ey, der braucht Hilfe, der braucht einen Arzt. Er sagt, nein, fass den nicht an. Er kriegt gerade den Heiligen Geist. Er kriegt gerade den Heiligen Geist, halbe Schaum vom Mund. Der kriegt, boah, der Wahnsinn. Der so, zittert. Ey, wie so ein Zitteraal. Das ist Thomas von Kram. Ey, das ist doch Wahnsinn. Kennst du diese Hunde, die so lange Zungen haben, die so runterhängen?
Ja. Kennst du das? Ja. Du bist so ein Pastor, der so eine Zunge hat, die so runterhängt und der so, und die Zunge ganz so runter. Ey, Wahnsinn. tut mir leid. Tut mir leid, Bruder, ich darf gar nicht darüber lachen. Ach, Wahnsinn. Ja. Ich zeig dir noch was. Ich zeig dir noch was. Warte. Komm mal her. Warte. Das ist nicht Warte. witzig. Ja, das ist traurig. Die gehen alle verloren. Warte, 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 ich hab noch was. Oh, warte. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal, wie heftig das ist. Guck mal hier. Hier sieht man direkt diesen Trancezustand jetzt. Guck mal. Das ist Premium Spirit Tank. Das ist immer Premium Demonic Tank. Sounds like a sound, but it's not a sound, it's a Warte. language. People don't know. Warte, warte, ich suche mal ein anderes Video. Hey, das ist It's Wahnsinn. wrong Warte, ministry warte, as a warte. secular. Nein. Oder es gibt so einen Typ, der nimmt so Benzin mit Feuerzeug und macht so. Oder tschalalalala. Das ist so krass. Das ist pure Entertainment. Oder das ist Hollywood, pure das ist Entertainment, sag mal Hollywood. ehrlich. Hä? Hollywood, einfach Hollywood. Hey, stell dir mal vor, du bist in so eine Gemeinde und dann siehst du auf einmal, der Typ so, nimmt irgendwie Benzin mit Feuerzeug und dann Feuer, 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 pff, Feuer, Feuer, Schalala, Feuer. Hey, das ist Hör so doch auf. krass. Hä? Hör doch auf, ey. Ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr, ey. Die gehen schon, ne? Wahnsinn. Das Ja, ist, warte mal. das sind diese Leute, das sind diese Leute. Matthäus Kapitel 7, Vers 22, 23. Genau solche sind das. Die sagen, Herr, Herr. Warte. Ja, warte mal. Ich hatte hier einen richtig brutalen Charismatiker. Der hatte so im Hintergrund so eine Löwenmusik gehabt. Der hat richtig auf Ernst geguckt und dann hat er auch so richtig so mit so Handtüchern und mit Zungensprache und der, das Ja, musst du dir mal ich weiß, wen anschauen. du Warte, meinst. warte. Ich suche das gerade. Einfach Charismatik an YouTube, du findest sofort. Ist ein amerikanischer. Der ist sogar weggegangen. Ne, der ist jetzt wieder ein Bruder, der ist ein Bruder in Glaube geworden. Der ist einer der bekanntesten überhaupt. Der hat sich sogar abgewendet. Das ist so ein Typ Ja. mit Anzug. Der nimmt so ein Handtuch, bewirft sie damit, die fallen um, wie so Bowlingkugeln hier. So, ja, der Wahnsinn. Ja, heftig. Das ist Ja, wirklich ich suche heftig. gerade das Video. Die gehen eine Stunde sogar. Die haben eine richtige Show gemacht, als wäre das so WrestleMania. Der geht richtig ab. Und dann mit seinem Sakko, ne, haut er die so alle um und die fliegen. Ja, ja, ja. Das ist krank. Guck mal hier zum Beispiel, habe ich eins gefunden. Warte. Ja, ich habe jetzt leider nichts. Ich finde das leider nicht. Schade. Schade, schade, weil bei den YouTube kann man eigentlich direkt finden, dass so eine Stunde, wie einfach nur Charismatiker, ey, krank, wie die machen. Die zittern wirklich. Ey, die sind besessen. Ich sag dir, wie das ist. Die haben einen falschen Geist in sich und dann Da hat die jemand was lachen sich stundenlang geschrieben. kaputt. 1. Korinther 14, 18.
Guck mal, 1. Korinther 14, 18, der wird damit Zungenrede damit befürworten. Aber 1. Korinther 14, ne, sagt einiges, dass es fremde Sprachen sind. Das steht auch drin. Das kann ich auch zeigen. Dann muss ich erstmal Korinther aber öffnen. Das steht dort direkt drin, dass das fremde Sprachen sind. Warum könnt ihr nicht fremde Sprachen sprechen, Josef? Antworte mir doch. Ich dachte, Sprachen sind nicht vergangen, ihr könnt doch alles. 23 hat den heftigsten Exorzismus hochgeladen. Ich gucke mir das mal an. Ja, Ja, Lenker er hat 23 ist kein Wunder im Glaube. sich nicht normal im Kopf. Lenker 23 ist kein Wunder im Glaube, ein Aber gefährlicher. du siehst ja, diese Leute wollen nicht hören. Diese Leute, guck mal, diese Leute, Angelo, sind nur wegen dieser Wunder zum Glauben gekommen. Die kommen gar nicht. Die würden niemals Ja, blind Matthäus sein zum 7 sagt Glauben. schon alles. Matthäus 7 sagt schon alles über die. Matthäus Kapitel 7, Vers 22, 23. Mit ihren Dämonen aus drei Wundertaten, ne? Weissagungen. Und der Herr sagt zu denen: Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das sind die. So, 1. Korinther 14, ja. Warte. Ach, ich bin 2. Korinther gelandet. So, 14. So, er redet von 14 und dann Vers 18, ne? Nicht erbaut, ich danke Gott, ich rede. So, das ist ja 1. Korinther 14, 18. Und der vergisst was nicht. Der vergisst was. Warte, nicht erbaut, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle, aber in Versammlungen will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, um auch andere Worte überweisen zu können. So, wartet. Ich zeige euch jetzt mal was. 1. Korinther 14, Vers 22. Nicht übersehen, mein lieber Josef. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen, die Weissagung aber nicht den Ungläubigen. So, und nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Die sprechen in fremden Sprachen. Chinesisch, Italienisch, Latein, Hebräisch, ne? Die ganzen Sprachen, Arabisch. Und für den Ungläubigen zu verwundern, oh, der kann meine Sprache sprechen, der kommt nicht aus mir, dass die sehen, das ist von Gott. Und nirgendwo steht Ratatata, nirgends. Warum könnt ihr keine fremde Sprache sprechen? Wieso könnt ihr das nicht? Wieso könnt ihr nicht Italienisch, Chinesisch? Warum? Warum könnt ihr alle Ratatata, aber kein Chinesisch? Ich verstehe es nicht. Eure Sprachen sind doch angeblich nicht vergangen, laut eurer Logik. Guck mal, was 1. Korinther Kapitel 13 sagt. Wartet. Muss ich einmal sehen. So. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Seines Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise, je